So, meine Lieben, herzlich willkommen zum zweiten Teil. Schön, dass ihr auch hier eingeschaltet habt. Und falls ihr das jetzt zuerst sehen solltet, verlinke ich euch nochmal den ersten Aufgebrauchteil mit dem Beauty-Müll von mir unten in der Infobox. Ja, und jetzt geht's praktisch um die ganzen Haushaltsprodukte, die ich jetzt im vergangenen Monat aufgebraucht bzw. leer gemacht habe. Es sind ja auch immer einige, die das interessiert. Deswegen habe ich es jetzt diesen Monat mal wieder separat gemacht, da es doch einiges ist, was sich angesammelt hat. Genau. Und ich fange mal an. Ha? Schatzi geht jetzt zum Sport. Ja, und zwar fange ich an mit dem Denkmit-Color-Waschmittel. Das gibt es bei der M für 2,25, also schon sehr, sehr günstig verhältnismäßig so im Vergleich mit anderen Waschmitteln, wie ich finde. Und ich muss sagen, das riecht auch wirklich sehr gut. Würde ich auch wieder nachkaufen, habe ich schon sehr oft gekauft. Momentan probiere ich so ein bisschen andere Sachen aus. Ihr habt es ja vielleicht gesehen, mein XXL Haushaltshaul, da habe ich einiges auch an Waschmittel gekauft, was ich mal testen möchte, was ich zum Teil auch nie getestet habe. Und deswegen brauche ich das jetzt erstmal nicht mehr, aber ich kann es wirklich jedem empfehlen, der sagt, ich möchte gar nicht so viel für Waschmittel ausgeben, es soll einfach sauber werden. Und ja, also da finde ich das auf jeden Fall klasse und erfüllt auf jeden Fall den Zweck. Was auch wirklich immer im Haushalt sein muss, ist von Henkel, also Sidolin, dieser Glasreiniger. Den benutze ich für alles. Viele, habe ich jetzt letztens gesehen, sagen in den Videos immer, benutze ich immer für die Fensterscheiben. Ja, ist halt auch praktisch für die Fensterscheiben. Allerdings muss ich dazu sagen, ich benutze den für alles. Also für Oberflächen, für Schreibtische, für Küchenoberflächen, Wohnzimmertisch, für alles so. Und auch fürs Bad, wenn ich das die Kloarmatur und sowas abwische, die Waschmaschine oder so. Ne? Also für alles Mögliche und deswegen steht ja auch drauf, Arbeitsflächen, Küchengeräte, Glastische hoch, Glanzdekor, Fenster, Spiegel, Autoscheiben, genau. Der geht immer und den werde ich auch immer wieder nachkaufen, genau. Dann ist auch leer, wobei jetzt sehe ich gerade, hier hat sich noch was angesammelt, das könnten wir eigentlich nochmal nehmen, einmal abwaschen, von Pril, das Kraftgel, das haben wir irgendwie immer da. Ich muss sagen, das von Denkmit finde ich jetzt irgendwie nicht so pralle, deswegen haben wir eigentlich immer nur das da und haben jetzt auch wieder neu in Verwendung. Ja, riecht gut und ja, erfüllt halt auch den Sinn und Zweck. Dann ist noch leer gegangen von Denkmit hier so zweimal die feuchten Allzwecktücher. Ja, benutze ich ganz gerne mal, will ich ja ein bisschen runterschrauben jetzt, aber ich werde sie auch trotzdem weiter noch kaufen, dass ich sie einfach mal da habe für ab und zu mal. Ich mache das ganz gerne, wenn ich irgendwie zum Beispiel jetzt Fensterbänke oder sowas vorwische, wenn man die, also ich mache die jetzt nicht jede Woche sauber und dann ist da schon ein bisschen Staub drauf, damit ich nicht gleich das Geschirrhandtuch praktisch komplett versaue und dann damit nicht noch die ganze Zeit so durch die Wohnung putzen kann, wenn ihr versteht, was ich meine. Dafür finde ich sowas halt ganz gut, aber ansonsten, ja, wie gesagt, für Tische, Oberflächen, so verwende ich halt viel Glasreiniger. Deshalb, ja, habe ich die jetzt halt noch aufgebraucht, was ich da hatte, werde die wohl mal nachkaufen, aber jetzt nicht mehr so häufig benutzen. Dann ist leer gegangen von Vernell ein Weichspüler, den liebe ich wirklich sehr, habe ich schon oft gekauft, seitdem wir hier wohnen und ja, werde ich auch immer wieder nachkaufen. Patchouliöl und lila Orchidee riecht wirklich mit am besten von allen, finde ich, die es so bei DM gibt. Und ja, ist auf jeden Fall sehr toll. Was ich nicht wieder nachkaufen werde, ist dieses Produkt und zwar das Waschmittel von Dash mit Zitrusfrische. Wurde mir empfohlen von einer Arbeitskollegin und ich muss sagen, ja, hat mich überhaupt nicht überzeugt. Also sie ist davon sehr begeistert, aber ich finde es irgendwie nicht toll. Also weiß ich nicht. Ich finde die Verpackung auch irgendwie blöd. Das ist total bescheuert. Eigentlich geht es ja nicht darum, aber das ist so, ja, ich weiß nicht. Also es riecht, finde ich, nicht so doll an der Wäsche dann nach dem Waschen, wie es halt in der Verpackung riecht. Und das habe ich bei Perwoll und so schon. Also ich möchte schon, dass meine Wäsche auch danach riecht. Und da habe ich einfach nicht so den Eindruck gehabt, dass man das wirklich wahrnimmt. Ich finde das halt auch immer so schön, wenn, also ich hänge die Wäsche bei uns immer im Wohnzimmer auf und lüfte dann halt logischerweise dabei. Aber obwohl wir einen großen Balkon haben, hänge ich sie nicht dort auf, weil ich das mag, wenn die Wohnung dann, wenn man auch frisch geputzt hat, dann Wäsche macht, wenn die Wohnung so mit diesem Wäscheduft durchflutet wird. Und ja, da bei diesem Waschmittel habe ich das irgendwie nicht so wahrgenommen.
Dann ist auch leer gegangen von dem mit der Glaskeramikreiniger. Wir haben ja so ein Ceran-Kochfeld und da ist sowas unerlässlich. Deswegen ja, wird das immer wieder nachgekauft. Ist aktuell auch wieder in Verwendung. Kostet nur 65 Cent und demnach ja, ein gutes Produkt. So, löst meiner Meinung nach nicht unbedingt jetzt hartnäckigen Schmutz. Aber wenn man ihn regelmäßig sauber macht, was man sollte, weil ich finde, sowas sollte man schon pflegen, dann ist es völlig ausreichend. Ja, dann habe ich nochmal die feuchten Glasreinigungstücher von Denk mit. Die finde ich auch gar nicht so übel, um jetzt hier meinen Schminktisch zu putzen, zum Beispiel. Für Spiegel allerdings, muss ich sagen, wischt man da irgendwie das hin und her, die Fusseln, den Staub. Und dann hat man so ganz unschöne Schlieren auf dem Spiegel. Deswegen dafür kann ich sie nicht unbedingt empfehlen. Es sei denn, man wischt halt nochmal mit einem Geschirrtuch nach. Aber ja, dann kann ich auch gleich Sidolin nehmen mit einem Geschirrtuch und dann, ne, braucht man diese Tücher nicht. Aber für den Schminktisch finde ich die ganz gut. Da könnte man natürlich jetzt auch wieder diese feuchten Einzwecktücher nehmen. Kann man halt dann gucken, was man möchte. Aber finde ich halt ganz cool, wenn man die so im Schminkbereich liegen hat. Gerade für alle, die eine Schminkecke und so einen Tisch haben. Weil da muss man nicht erst in den Putzschrank immer alles rausholen, sondern hat die immer hier. Kann, wenn man mal rumgekrümelt hat, sage ich mal, nach einem Make-up oder so, schnell einmal ein kleines Tuch nehmen und dann ist das auch gut. Ja, so, und dann habe ich noch zwei weitere Sachen bei den Produkten, auch wenn ich sie jetzt im Klo verwende oder meinen Blauspüler im Klo sehe. Immer an diese Diskussion denken musste, die ja unter meinen letzten Videos bei diesem Riesenhaul kam. Aber gut, ihr seht es, ich werde es trotzdem verwenden, das lasse ich mir auch nicht nehmen. Und zwar habe ich von WC Frisch hier so ein Lavendel WC-Dufti und dann nochmal die Wasserkastentabletten und ja. Ich muss dazu jetzt nochmal sagen, also vielleicht haben einige das auch nicht mitbekommen. Ich hatte ja ganz viel eingekauft bei DM von einem Gutschein und halt ganz viele Sachen, die ich gerne mal ausprobieren wollte und so. Nicht ansatzweise das, was man alles braucht, aber ich teste mich halt gerne durch und ja, dann habe ich ja so ein Statement-Video dazu gemacht und da wollte ich mich nochmal ganz, ganz herzlich ganz herzlich bei euch wirklich bedanken, weil die Kommentare darunter mich so aufgemuntert haben. Also man muss dazu sagen, ich war jetzt nicht irgendwie gekränkt dadurch oder habe gedacht, Mann, und ne, ihr habt ja alle so recht und habe mich davon jetzt nicht unbedingt runtermachen lassen. Ich habe jedes Kommentar unter diesem Haul-Video gelesen, ja, habe darüber nachgedacht, bin in mich gegangen und habe schon mal überlegt, vielleicht tatsächlich das eine oder andere könnte ich ändern. Aber so im Groben und Ganzen hat mich das jetzt eigentlich jetzt persönlich nicht so getroffen, was immer ganz wichtig ist auf YouTube. Das gebe ich auch gerne mal so an YouTuber, Mädels und auch Jungs weiter. Wenn man dieses Hobby macht, muss man halt, ja, schon, muss einem bewusst sein, dass man öffentlich ist und dass man halt angegriffen werden kann, da man auch eine Vorbildfunktion hat und. Und ja, als ich dann die ganzen Kommentare bei euch, von euch gelesen habe unter diesem Statement-Video, war ich irgendwie total glücklich, obwohl ich halt, wie gesagt, nicht mich davon irgendwie habe angreifen lassen. Aber das war schon ziemlich süß, was ihr da auch euch für Zeit genommen habt, was ihr teilweise für lange, ausführliche, nette Worte mir dagelassen habt. Überhaupt, dass ihr euch die Zeit dafür genommen habt und auch ja, einfach eine Aussage oder einen Kommentar zu diesem Thema abgegeben habe, da habe ich gar nicht mit gerechnet, dass da jetzt so viele unterschreiben werden, aber das ist nun mal auch ein Thema, was ja einfach heutzutage aktuell ist für viele und Haushalt und solche Sachen, das betrifft nun mal eigentlich fast jeden, auch die Mädels, die noch zu Hause wohnen, ne? Also da werden ja auch Putzutensilien verwendet und so, deswegen, ich fand das schon sehr ja, überraschend und einfach wunderschön, sage ich mal, sowas von euch zu lesen. Da haben auch sehr viele Ratschläge noch gegeben und wie sie das sehen und dass ich ja auch jetzt nicht eine Umweltverschmutzerin bin, sondern einfach ein durchschnittlicher Mensch, was den Verbrauch angeht, so an Haushaltssachen. Einige sagen sogar, sie brauchen noch viel mehr. Ja, das ist in der heutigen Zeit, ist dieses Konsumthema sehr, ja, sehr, mir fehlen gerade die Worte, so ein bisschen sehr, ne, aktuell, sage ich mal,
Und es bleibt einfach nicht aus, was die ganzen Industrien produzieren, was da alles angeboten wird. Da muss immer jeder für sich selber wissen, was möchte er, was braucht er nicht. Und das Wichtigste ist, was halt auch ganz viele noch darunter geschrieben haben, leben und leben lassen. Jeder sollte für sich wissen, was er für richtig erachtet, was nicht, was er braucht, was nicht. Und ja, bevor ich jetzt noch viel länger zu diesem Thema mich wieder hier hinsetze und quatsche, würde ich sagen, beende ich dieses Video. Ich wollte euch einfach nur nochmal Danke sagen für diese ganzen tollen Kommentare. Ich habe sie alle gelesen, wirklich jedes einzelne. Und ja, bin einfach sehr, sehr dankbar. Finde das wunderschön, dass wir so eine tolle Community sind, trotz dem einen oder anderen Stinker, der immer dazwischen ist. Aber das gibt es überall auf jedem Kanal auf YouTube. Das ist völlig okay und normal. Ohne wäre es ja auch irgendwie langweilig, ne? Ja, so meine Lieben, dann werde ich jetzt den Müll in den Mülleimer bringen, mich ein bisschen befreien und wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Vielen Dank fürs Einschalten und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis dann, ciao!